Ja, schönen guten Morgen zusammen. Hier ist Thomas, der Langstrecker. Ja, auf geht's. Heute ist Tag 3 der Tour. Hinter mir seht ihr schon, das ist das Okertal. Es ist alles voll mit Dunst und Nebel. Ich habe die Nacht sehr gut geschlafen. Wir haben es jetzt 10 vor 7. Ich bin um 5:45 aufgestanden und ruckzuck die Klamotten zusammengepackt. Und ja, jetzt will ich dann auch los. Oh. Ja, es ist dann nochmal der letzte Einblick von heute Morgen. So sieht das hier aus. Kann man nicht meckern, ja? Ja, es ist noch recht kühl heute. Ich schätze mal, wir haben so um die 6 Grad. Wärmer wird es noch nicht sein. Vielleicht sogar noch drunter, 4, 5. Die Nacht war auch recht kühl, aber mein Schlafsack und meine Unterwäsche haben mitgemacht. Habe ich ganz gut geschlafen und alles hat gut gehalten. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt war in diese Richtung. Ja, heute gucken wir uns erstmal die Okertalsperre an. Thema nass ist heute dran. Ja? Heute wird es nass. Okertalsperre, dann gehen wir wieder in den Bereich Oberharzer Wasserregal und enden dann nachher in Buntenbock an der Bushaltestelle. Okay, das sind etwa 30 Kilometer. Ich bin mal gespannt, was wir so unterwegs erleben und sehen. Es ist ja noch früh am Tage, vielleicht haben wir heute mal Glück auf ein Reh oder irgendwie sowas oder ein Fuchs, ich bin mal gespannt. Müssen wir einfach mal abwarten. Gut, okay. Wenn ihr mit dabei sein wollt, würde ich mich freuen. Auf geht's, wie gesagt, in diese Richtung. Ja, der Wald ist noch richtig voll mit Nebeldunst. Die Berge kann man nur schwach erkennen. Aber ich kann euch zeigen, hier links, nämlich da, Sonnenaufgang. Ja, das Wetter wird klasse. Ich freue mich. Das hier hinter mir sind die Gebäude vom Waldpädagogikzentrum. Immer was für Schulen. Hier kommen meistens irgendwelche Schulen hierher, die hier dann ihre Wochenendaufenthalte machen. Ja, es geht wieder steil bergab hier. Wo es jetzt steil bergab geht, da geht es nachher wieder steil bergauf. Aber ihr könnt immer sehen, hinter mir ist die Sonne und in der Richtung ist noch dicker Nebel und das gibt sich. Und das ist das Kellerwasser. Fließt in die Okertalsperre. So, und hier haben wir schon mal den Anfang von der Okertalsperre. Von da links kommt das Kellerwasser hier in die Okertalsperre. Ja, hier vor mir ist da jetzt die Vorsperre von der Okertalsperre. Das da hinten ist ein Campingplatz. Und jetzt drehe ich euch mal rum. Und ja, es ist momentan noch ein trauriger Anblick, aber ich sag euch, das füllt sich demnächst wieder. Und jetzt zeige ich euch mal die Okertalsperre hier hinten, kurz vor der Vorsperre. Ja, genau, das ist hier der momentan leider traurige Anblick von der Okertalsperre. Hier ist momentan nicht so viel Wasser drin, deswegen haben die auch die Schleusen zugemacht. Hier läuft das Wasser aus der Vorsperre langsam runter in die Okertalsperre. Es läuft natürlich jetzt nicht so berauschend viel runter, aber naja, es ist halt ein bisschen was. So, hier habe ich dann nochmal einen Blick zur Okertalsperre erhaschen können. Und links gibt es in diesem Gasthaus da die Windbeutel, beim Windbeutelkönig. Ja, die schmecken ganz lecker, war ich auch schon da. Ja, das war die Okertalsperre. Jetzt geht es weiter Richtung, grobe Richtung gegen der Festenburg und dann Richtung Klausterzellerfeld. Ja, hier stand mal früher eine Ortschaft. Der Rest ist noch hier diese Brücke. Und ja, die hat man wegen dem Bau der Okertalsperre verlegt, weiter höher. Und man kann hier sogar noch, wenn man hier so ein bisschen rumstromert, alte Mauerreste sehen. Ja, das sind doch die alten Mauerreste von irgendwelchen Gebäuden, die hier mal gestanden haben. Dieses ganze Gelände ist auch nur dann sichtbar, wenn hier so wie jetzt Niedrigwasser ist. Also eigentlich sieht man das hier eigentlich gar nicht. Und manchmal hat man auch Pech, dass man diese Brücke, die ich gerade rübergegangen bin, nicht überschreiten kann. Naja, dann müsst ihr euch was anderes überlegen. Ich habe hier was Neues entdeckt. Das kenne auch ich noch nicht. Ich kenne auch diesen Weg hier nicht.
Scheint sehr interessant zu sein. Auch eine Höhle aus der alten Bergwerkszeit. Das gucken wir uns mal an. Der Julianer Wasserlauf. Aha. Ach, das ist ein Tunnel für den Wasserlauf. Okay, hier haben sie das Wasser durchgeführt. Wenn man hier so richtig hinguckt, da sieht man den Grabenverlauf da in diesen Tunnel rein und am Ende wieder rauskommen. Cool. Ja, hier haben wir jetzt noch eine alte Bergwerkshalde aus dem 19. Jahrhundert. Aber das Wesentliche ist, warum man eigentlich hier hochgeht, ist dieser Anblick hier. Ist das nicht klasse? Man hat richtig schönen Blick. So, wieder ein Stück in der Etappe geschafft. Das hier ist auch so ein Stück aus der alten Bergwerkszeit. Das nennt sich der Schalker Teich. Ja, wurde halt auch für den Antrieb, für die Räder in den Bergwerken gemacht und geschaffen. Ja, früher gab es hier eigentlich, ich drehe mich mal um, genau dort, wo die Bäume sind, gab es früher mal die Hubertusquelle, aber die gibt es nicht mehr. Irgendwie haben sie die wohl weggemacht, keine Ahnung. Schade, egal. Ich bin zwar jetzt dunkel zu sehen, aber ich glaube, es geht trotzdem. Ja, hier hinter mir, das ist jetzt die Festenburg. Ist ein Hotel und Feriendomizil und auch eine Gaststätte ist da drin. Kann man relativ preiswert essen und trinken. Ja, zu einer Einkehr immer möglich. Ja, jetzt wollte ich eigentlich da unten am Schalker Teich da eine Pause machen. Ich hatte mich eigentlich schon gefreut auf dieses frische Wasser da drin. Ja, wie gesagt, die Hubertusquelle ist nicht mehr vorhanden. Naja, ist egal, ich habe noch genug Wasser. Ich suche mir jetzt einfach ein neues Plätzchen und dann machen wir da eine Pause. Okay, jetzt geht's erstmal in die Richtung weiter. So, ich bin hier am oberen Schalker Graben, den zeige ich euch gleich. Was ich euch jetzt zeigen wollte, ist einfach diese Aussicht hier. Ja, ganz links der Brocken, Torfhaus, Goslar, kann man alles sehen hier, ja. Ist das nicht spitze? Einfach hier den Weg hochkommen von der Festenburg bis hier hoch zum oberen Schalker Graben und dann sich mal umdrehen. Dann sieht man genau diesen Blick hier. Vorausgesetzt dieses Wetter wie heute ist, ne? Ja, das ist dann jetzt halt eben der obere Schalker Graben. Stammt natürlich aus der alten Bergwerkszeit. Wenn das mal richtig interessiert mit den Bergwerken und der alten Wasserkunst, der sollte sich echt mal in Klaus-Herzfelderfeld ins Museum begeben und sich da mal schlau machen. Also da gibt es bestimmt einiges, was man sich da erfahren kann und auch informieren kann. So, da haben wir hier den Zankwieserteich. Und das sind ebenfalls alles Teiche hier für die alten Bergwerke. Wir befinden uns mitten im Oberharzer Wasserregal und das zieht sich jetzt bis runter nach Klaus-Herzfelderfeld. Das hier vor uns ist der Kiefhölzer Teich. Ja, wir gehen jetzt einmal da um diesen Teich rum, da um den Damm hoch. Das ist alles hier alte Bergwerkskunstgräben. Hier rechts, der Weg ist halt auch noch der alte davon. Und schon haben wir den nächsten Teich erreicht. Ja, das ist der Fortuna-Teich. Ja, das ist hier der Jägersbleckers-Teich. Und auch wenn der genauso aussieht wie die anderen, nur halt in der Größe anders, ist er trotzdem sehr schön. Und da in der Schutzhütte, da gibt es eine Stempelstelle und das ist jetzt mein Ziel. Und dann überlege ich mal, was ich jetzt mache. Ob ich jetzt zum Polsterberger Hubhaus gehe und da versuche, was zum Mittag zu kriegen. Oder ob ich hier bleibe und hier was esse. Ja, ich habe jetzt hier doch am Polsterberger Hubhaus gegessen. Ganz lecker, Currywurst, Pommes und Salat mit einer großen Holunderschorle. Gut, jetzt geht's weiter und machen wir den Rest. Auf geht's nach Buntenbock. Ja, dieser Abschnitt hier hinten, der gehört jetzt zum Harzer Hexenstieg und das ist hier dann hier rechts, was ihr da seht, das ist der Schwarzenberger Wasserverlauf und ja, hier ist immer alles ausgeschildert, also es ist wunderbar zu gehen und auch beschildert und beschriftet. Der Wasserkanal macht einfach richtig Spaß. Na, jedenfalls kommt jetzt hier noch eine
kleiner Rastplatz und dann etwas später kommen wir noch zu Huthaler Wiederwaage und dann melde ich mich nochmal. Ja, das da ist der Entensumpf. Ja, leider auch nicht so viel Wasser drin. Aber das hatte ich ja heute schon ein paar Mal erwähnt. Ist halt so, können wir nicht ändern. Ja, jetzt geht's hier. Jetzt sind wir schon in der Nähe von Bunten Bock. Und es ist nicht mehr weit, jetzt ist es noch 5 Kilometer. Und jetzt kommen wir noch an irgendwelche Teiche vorbei. Lassen wir dieser Teich und so weiter. Ja, und dann ist die Tour schon bald zu Ende. Okay, bis gleich. So, das ist der Nassenwieserteich. Ja, mit diesem Panorama möchte ich mich dann verabschieden. Da hinten die Häuser, das ist Bunten Bock. Und die Tour war einzigartig, war wieder richtig spitze. Die Daten gebe ich euch natürlich als unten in die Infobox mit rein. Und reichlich Höhenmeter, Streckenkilometer, alles dabei gewesen. Und ja, dieses herrliche Panorama will ich heute Schluss machen. Ich wünsche euch alles Gute und bedanke mich fürs Zuschauen und euer Interesse. Und wenn ihr mögt, lasst ein Like da. Ein Kommentar wäre nicht schlecht. Ein Abo, wer noch nicht abonniert hat, wäre auch gut. Ja, da sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas, der Langstrecker. Würde mich freuen, wenn ihr wieder da seid. Macht's gut, ciao.